Ich begrüße jetzt in Hamburg digital Michael Peuker. Er ist Sustainability Manager beim Logistiker Hermes. Hallo und herzlich willkommen. Wir legen gleich los. Wer ist Hermes? Was macht ihr? Und welche besonderen Erfahrungen konntet ihr vielleicht jetzt gerade in der Corona-Zeit machen? Ja, moin moin aus Hamburg. Kurz zu Hermes selbst. Wir gehören zur Otto-Gruppe, sind in Hamburg ansässig und wir bieten vielfältige Logistikdienstleistungen an, weltweit auch an. In Deutschland kennt man uns sicherlich aus dem Bereich der Paketzustellung. Hier sind wir Partner von zahlreichen Online-Shops und Multi-Channel-Kanälen. Die klassische Paketzustellung, darüber sollte man uns eigentlich in Deutschland kennen. Genau, ich selbst bin im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement tätig und habe da den Fokus auf neue Mobilität. Sprich, wir kümmern uns um alles, was kleiner ist als der klassische Transporter. Und zum aktuellen Zeitpunkt muss man schon ganz klar sagen, dass das Thema Lastenrad hier absolut im Fokus gerade steht bei uns. Du hattest das Thema Corona angesprochen. Klar, das beschäftigt irgendwie gerade logischerweise ganz Deutschland. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir Vorweihnachtsniveau und Weihnachtsniveau haben über mehrere Wochen. Es hat die Konsumenten dann doch in die Online-Stores getrieben, um halt den persönlichen Kontakt zu meiden. Und Riesensendungsanstieg, große Herausforderungen natürlich für uns, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, dass wir dadurch gut durchkommen und auch die Qualität am Ende des Tages stimmt. Ihr seid unter anderem Teil des Komodo-Projektes in Berlin gewesen. Welche Erkenntnisse habt ihr insgesamt mit Cargo Bike sammeln können? Sehr gerne. Ja, Komodo war für uns tatsächlich, muss man so sagen, ein Wiedereinstieg in das Thema Cargo Bike. Wir hatten vor Komodo, das lag dann auch schon 5-6 Jahre zurück, eine größere Investition in Lastenfahrrädern, haben die designen lassen, es war echt eine 6-stellige Summe. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass das Design nicht passte und dass damals zu dem Zeitpunkt das klassische E-Bike überhaupt noch nicht angekommen war. Das heißt, der Service, wenn man heute in einen Fahrradladen geht, jeder bietet ein E-Bike an, das war zur damaligen Zeit überhaupt nicht der Fall. Und da sind wir, muss man ganz klar sagen, echt auf die Nase gefallen und haben von dem Thema erstmal ein Stück weit Abstand genommen. Und Komodo hat uns dann die Chance gegeben, das tatsächlich nochmal auszuprobieren. Die Welt hat sich weiter gedreht, die Hersteller haben sich weiterentwickelt, es kamen neue Modelle auf den Markt und für uns dann ein guter Zeitpunkt, dort mal einzusteigen. Wer Komodo nicht kennt, das ist ein Projekt, was in Berlin stattgefunden hat, wo die 5 größten Logistikdienstleister in Deutschland sich eine Mikrodepotfläche geteilt haben. Jeder hatte da seinen eigenen Container und von dort aus sind wir mit Lastenfahrrädern in die umliegenden Bezirke gefahren und haben dort die Sendungen zugestellt. Was ganz spannend ist, ich glaube, Zahlen interessieren wahrscheinlich ganz gerne mal. Im ersten Jahr haben wir tatsächlich über diese Fläche, über diesen Container 60.000 Pakete abgewickelt, waren wirklich bei jedem Wetter im Einsatz. Auch da nochmal ganz großen Dank an die Fahrer. Es war ein richtig, richtig cooler Job und ist immer noch ein cooler Job. Und man muss tatsächlich sagen, das hat sich so weit eingespielt, dass eigentlich jeden Monat stabil in den letzten Monaten, ich habe es mir nochmal angeschaut, eigentlich jeden Monat 7.000 Sendungen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, darüber abgewickelt worden sind. Wir hätten gerne noch mehr gemacht. Die Fläche ist aber begrenzt, sodass wir sozusagen nur aus dem südlichen Teil dieses Gebietes befahren konnten. Aber ja, in Summe war Komodo für uns eine super Erfahrung, weil es uns gezeigt hat, dass das Thema funktioniert, dass es abwickelbar ist und dass es tatsächlich auch, ich sag mal, zu 99% der Fälle bei der Bevölkerung echt gut ankam. Ich bin die Tour selbst ein paar Mal gefahren und das Feedback auf der Straße ist natürlich echt, echt gut in der Hinsicht. Das muss man schon sagen. Was habt ihr daraus gelernt und welche Pläne habt ihr mit Lastenrädern? Also wir haben tatsächlich echt viel gelernt. Das ist einerseits die Technik selbst, also sich mit der Fahrzeugtechnik, mit den Herstellern auseinanderzusetzen, aber auch das ganze System in die eigenen Prozesse zu integrieren, weil das ist schon eine kleine Umstellung. Normalerweise fährt man von außerhalb liegenden Depots in die Innenstadt mit dem Transporter und verteilt die Sendungen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir nochmal einen Umschlag in der Innenstadt haben. Das heißt, wir haben
ein Feederverkehr, der fährt erstmal die Sendungen zu dem Mikrodepot und am Mikrodepot erfolgt nochmal ein Umschlag auf die Räder selbst. Das hat soweit so gut geklappt. Wir selbst haben da auch noch natürlich Potenzial, da besser zu werden, aber ganz grundsätzlich hat es ganz gut geklappt. Das andere ist natürlich, wie funktioniert das eigentlich im Alltag? Ja? Also die Fahrzeuge sind relativ lang gewesen, aber schmal mit knapp 80 Zentimetern, aber tatsächlich 4,65 Meter lang. Da hatten wir schon so ein bisschen Sorge, wie das funktioniert, aber das lief wirklich, wirklich gut. Die Fahrer waren begeistert. Wir hatten eine Woche mal versucht, das Fahrzeug umzubauen und haben das kürzer gemacht, sind nur mit einem Container gefahren. Und da haben die Fahrer relativ schnell gesagt, das macht gar keinen Sinn, das funktioniert gut und wir können uns da arrangieren, wenn man vorsichtig und mit Rücksicht im Straßenverkehr, vorsichtig und rücksichtsvoll miteinander umgeht. Das ist eins der Learnings. Ich selbst fand es auch super spannend, als wir das erste Mal vom Hof gefahren sind nach der Eröffnung. Wir haben es gerade mal von dem Tor bis zur Straßenkante geschafft. Dann hielt uns der erste klassische Radkurier an und hat uns direkt seine Bewerbungsunterlagen in die Hand gedrückt, weil er das halt so cool fand. Das ist halt für uns auch ein super Feedback, ne? Also dass da durchaus auch nochmal andere Zielgruppen da draußen sind, die für uns arbeiten möchten. Ja? Also die Branche leidet unter dem Fahrermangel, das ist kein Geheimnis. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass es das Thema komplett löst, aber man kann andere Personen ansprechen, man braucht halt keinen Führerschein, das macht schon mal viel aus. Fitness und Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist auch so ein Learning, was wir tatsächlich hatten. Es gibt ja durchaus verschiedene Modelle am Markt und wir haben vornehmlich ein Modell eingesetzt, was halt kein Dach hatte. Und das haben wir mit den Fahrern diskutiert und ich dachte, die würden es lieben, wenn wir denen da ein Dach nachträglich anbauen. Aber die haben mich mehr oder weniger vom Hof gejagt, ne? Muss man wirklich so sagen. Also es gibt verschiedene Arten von Fahrern. Die einen wollen halt echt bei Wind und Wetter draußen sein, die Nase in die Luft halten. Und andere wiederum mögen es halt dann durchaus komfortabler. Und das war für uns sozusagen die ganze Bandbreite mal zu erleben auch toll. Wir haben natürlich daraus mehr gemacht. Wir haben gesehen, dass es funktioniert in der Abwicklung. Und haben dann auch das Thema an andere Standorte gebracht und auch in andere Städte. Was noch nicht gut funktioniert, ist die wirtschaftliche Komponente. Da muss man ganz klar sagen, da zahlen wir derzeit noch drauf, das ist so. Hintergrund ist einerseits der zusätzliche Umschlag. Du brauchst nochmal eine Fläche in der Stadt, die will auch bezahlt werden, die ist rar. Und wir haben festgestellt, dass man... wir können keine Großstücke mit den Lastenfahrrädern fahren. Ja. Es gibt da leider, was heißt leider, es gibt einen Trend Richtung Großstücke. Möbel werden immer mehr online gekauft. Da sind wir mit dem Lastenrad, da kommen wir nicht hin. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich so, dass man auf drei Lastenräder immer noch mindestens ein Fahrzeug tatsächlich braucht, was die Großstücke hinterherfährt. Und das macht es dann natürlich im Gesamtsystem relativ teuer. Da zahlen wir aktuell noch drauf und müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, was da so Rahmenbedingungen sind, bei denen wir agieren und welche Potenziale da noch. Welche Forderungen ergeben sich daraus an Politik und Hersteller? Und welche beispielsweise Standardisierung wünscht ihr euch von den Herstellern? Also wir sind da relativ viel unterwegs und schauen uns an, wie es funktioniert und wie sich es weiterentwickelt. Da muss man ganz klar sagen, die Forderung Richtung der Hersteller ist, wir müssen uns weiterentwickeln. Es reicht nicht mehr, einfach nur die Hardware, sprich das Lastenfahrrad, irgendwo hinzustellen und dann sozusagen dem Gewerbetreibenden zu überlassen, wie er damit umgeht. Wir müssen da wirklich in einen Automobilstandard kommen. Sprich, was wir brauchen, ist so eine Art Full-Service-Paket. Ja, da muss alles drin sein. Heute, und das ist auch einer der Gründe, warum es preislich noch nicht ganz reicht, die Fahrzeuge sind sehr teuer. Also da kriegt man durchaus einen richtig gut ausgestatteten Kleinwagen für. Und im Vergleich zu den klassischen Transportern ist die Wartungsintensität doch relativ hoch und auch die Reparaturintensität. Das heißt, wir lassen alle zwei Wochen tatsächlich einen Techniker draufschauen. Und das ist in Summe natürlich sehr aufwendig und macht uns auch viel Arbeit. Deswegen nochmal der Aufruf an die Hersteller,
denkt über die Hardware drüber hinaus und denkt wirklich in Full-Service-Packages, vielleicht Richtung Pay-per-Use. In die Richtung wird sicherlich auch gehen. Das wäre nochmal wichtig. Richtung Politik, ja, das spiegelt sich eigentlich schon wieder zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Die Hersteller, die jetzt in den vergangenen Jahren am Start waren, die haben aus meiner Sicht Pionierarbeit geleistet. Ja? Wenn man sich überlegt, das klassische Automobil ist knapp 150 Jahre am Start. Die haben logischerweise einen Vorsprung und den holt man mal nicht eben so schnell rein. Was wir aber tatsächlich brauchen, und das muss man mal schauen, wie man das tatsächlich hinkriegt, ist, wir müssen die jungen Unternehmen in der Hinsicht unterstützen, finanziell unterstützen in der Weiterentwicklung oder auch Neuentwicklung von nachhaltigen Mobilitätslösungen. Das braucht es jetzt einfach. Der Klimawandel schreitet voran. Wir haben nicht die Zeit für große Lernkurven. Die Lernkurven müssen flach bleiben. Und wenn es da irgendwelche geartete Mittel gibt, die Hersteller dabei zu unterstützen, die Qualität hochzuschrauben, die Kosten runterzukriegen und das wirklich massentauglich skalierbar zu machen, dann wäre das sicherlich ein Weg in die richtige Richtung. Das wäre so das eine. Und das andere, das kann man eigentlich schon vorhersehen, ist das Thema Infrastruktur. Ja, Straßeninfrastruktur ist wichtig, das wird gar nicht negiert. Wenn wir aber neue Mobilität an den Start bringen wollen und wir sehen, dass es funktionieren kann, dann brauchen wir Infrastruktur. Und wenn wir jetzt gerade über das Cargo-Bike reden, dann ist das klassischerweise die Radwege-Infrastruktur. Da muss was passieren. Wir haben es mal geschätzt, mit Fahrern gesprochen und die Rückmeldung ist, dass wir ca. 50% unserer Fahrwege tatsächlich immer noch auf der Straße durchführen müssen, weil Radwege entweder nicht vorhanden sind oder halt in einem Zustand, sich in Zuständen befinden, sodass wir es nicht benutzen können. Das Berliner Mobilitätsgesetz und auch der Radverkehrswegeplan ist da auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Bitte mehr davon. Und auch wenn es schon ausgeleiert ist, der Blick nach Holland und auch nach Dänemark, der lohnt. Ist leider so. Zum Abschluss noch eine etwas provokante Frage. Wann gibt es bei Hermes für die letzte Meile der Zustellung keine Autos mehr? Ja, also die Frage kann man relativ schnell beantworten. Also wenn man jetzt mal kurz- bis mittelfristig schaut, wir gehen davon aus, dass unsere Zukunft elektrisch ist. Ja? Also die Transporter werden elektrifiziert. Wir haben da einen großen Kooperationsvertrag, auch mit Mercedes-Benz, wo wir auch 1500 E-Fahrzeuge jetzt an den Start bringen. Und ich gehe davon aus, dass das auch nach wie vor das Rückgrat der Flotte sein wird. Aber der Ruf nach lebenswerteren Städten, der wird ja lauter. Ja? Ich habe gerade noch mal in die aktuellen Zahlen reingeschaut. Ja, ihr sitzt in Berlin und wir haben auch gerade über Komodo gesprochen. Der Pkw-Bestand der registrierten Fahrzeuge in Berlin, kann man auf der Statista-Seite nachschauen, ist nochmal deutlich gestiegen. Seit 2009 bis 2020 um über 133.000 Pkws. Das heißt, wir haben jetzt 1,22 Millionen Fahrzeuge in Berlin zugelassen. Und die Tendenz kennt eigentlich nur eine Richtung. Und unsere Befürchtung, zumindest sehen wir die ersten Signale, sind, dass das auch nicht besser wird, Corona-bedingt. Ja? Die Leute haben gewisse Berührungsängste, gerade mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und ich kann nur hoffen, dass sich das schnell wieder löst, weil das ist ein super wichtiges Rückgrat für die Verkehrsinfrastruktur in Summe. Aber wir sehen da so eine Tendenz, dass der Individualverkehr zunehmen wird. Das heißt, unabhängig von Corona steigen die Zahlen schon jedes Jahr circa im Durchschnitt 10.000 bis 15.000 Fahrzeuge. Wir haben Flächenprobleme, wir haben Stauprobleme. So, jetzt rüsten wir alle auf Elektrofahrzeuge um, hilft uns aber nicht. Berlin ist Stauhauptstadt. Das heißt, ich sage immer ganz gerne Hashtag emissionsfreier Stau. Das sind alles Entwicklungen plus der Flächendruck, Parkdruck, den wir haben, der neuen Mobilitätslösungen in die Karten spielen wird. Und deswegen setzen wir uns auch mit dem Thema auseinander. Wir flotten dieses Jahr auch wieder eine zweistellige Zahl an Cargo-Bikes ein. Das Thema nehmen wir sehr ernst und die Entwicklungen sprechen eigentlich dafür, dass ein Cargo-Bike eine sinnvolle Ergänzung für die elektrische Lieferung des klassischen Transporters sein kann. Wie hoch der Share sein wird, wissen wir nicht, aber gerade in den Innenstädten
ist es eigentlich absehbar, dass da ein gewisser Share stattfinden wird. Und ja, da die Entwicklung ist eindeutig. Das war ein positiver Ausblick in die Zukunft. In diesem Sinne herzlichen Dank für das Interview. Und auf viele Cargo-Bikes in den Innenstädten. Danke und viele Grüße. Danke auch und viele Grüße nach Berlin zurück.